Wie ihr alle wisst, liebe ich die Nintendo Switch und ich liebe den Nintendo Switch Pro Controller. Meiner Meinung nach mit einer der besten Controller, die ich jemals in Händen halten durfte. Auch wenn er relativ teuer ist, wenn man mal den Neupreis betrachtet. Ich habe mir jetzt dieses Ding hier gekauft. Das ist ebenfalls ein Pro Controller, aber halt ein Pro Controller Klon. Bedeutet also ein nicht offizieller Pro Controller. Er hat mich 18 Euro gekostet, kam heute an. Und ich muss sagen, ich bin von dem Produkt mehr als positiv überrascht. Wieso das so ist, wo ihr den herbekommt und was das Ding taugt, zeige ich euch jetzt im Video. Also lasst uns loslegen. Vor gut 14 Tagen bin ich auf dieses Angebot hier gestoßen bei AliExpress. Hier gab es den 4 Switch Pro Bluetooth Wireless Controller for NS Splatoon 2 Remote Gamepad for Nintendo Switch Console Joystick. So der offizielle Name. Also was ist das? Nichts anderes als halt ein China-Klon des Pro-Controllers in drei verschiedenen Ausfertigungen. Einmal im Splatoon-Design, hier seht ihr es. Einmal im, hier ist das Splatoon-Design, einmal im Xenoblade-Design, wie ich ihn bestellt habe, und einmal im normalen, traditionellen Design, wie eben mein Original-Pro-Controller. Ich war neugierig, muss ich zugegebenermaßen gestehen, und auch der Preis, jetzt aktuell sogar zwischen $18,99 und $22,91 umgerechnet, je nachdem, welches Modell ihr haben wollt, fand ich schon relativ interessant, muss ich sagen. Hier, das ist der Splatoon-Controller und das ist der normale. Und das hier ist der Xenoblade Chronicles 2-Controller, den ich mir geholt habe. Und der hat umgerechnet knapp 18 Euro, 18,60 Euro, glaube ich, gekostet. Ich habe mal das Risiko gewagt, habe ihn mir bestellt. Hier steht Estimated Delivery Time zu Deutschland 23 Tage. So lange war er nicht unterwegs. Meinen habe ich in circa 10 bis 14 Tagen bekommen. So genau habe ich es nicht gezählt, aber müsste so die Zeit gewesen sein. Ja, und jetzt kam er an. Ich habe ihn ausgepackt, habe ein Bild in meiner YouTube-Timeline gepostet und ihr alle wolltet unbedingt ein Video dazu haben. Hier nochmal ein paar Detailfotos und wie ihr seht, auf den Fotos macht das Ganze schon einen sehr vielversprechenden Eindruck. Das Ding sieht täuschend echt aus. Natürlich fehlt hier das Switch-Logo, aber ansonsten, ja, richtig heftig. Ich gebe normalerweise nichts auf Klon-Controller oder Third-Party-Controller sogar. Bei mir kommen eigentlich nur First-Party-Controller ins Haus. Das ist bei der Xbox so, das ist bei der PlayStation schon immer so gewesen und bei Nintendo-Konsolen erst recht. Aber wie gesagt, ich hatte ein bisschen Kleingeld über und ich war wirklich neugierig, was das Ganze hier denn so taugt. Also, habe ich mir bestellt und heute kam er dann an. Und es kam eben diese Box. Wie ihr seht, ziemlich zerdellt. Das Ding hat die Post nicht sonderlich gut behandelt, wie ihr seht. Dass der Postweg von China nach hier war ein bisschen ramponiert, aber das, der Controller an sich ist intakt. Sowas ist natürlich unschön für jemanden wie mich, der jetzt vielleicht auch mal so eine schicke OVP irgendwo hinstellt, aber damit muss ich nun leben. Wenn wir das Ganze auch machen, hier vielleicht nochmal die Rückseite Pro Controller for N-Switch, Nintendo natürlich nicht ausgeschrieben, aber was mich halt positiv überrascht hat, hier steht, kompatibel natürlich mit allen Spielen, includes Motion Controls, HD Rumble und Built-in Amiibo Functionality. Heißt also, all das, was das Original auch kann, müsste er auch können. Steht hier zumindest. Und halt eine Built-in Battery natürlich. So, wenn wir das Ding jetzt aufmachen, dann seht ihr Folgendes da drin. Oh, komm schon. Haben wir einmal ein Handbuch. Das brauchen wir jetzt in dem Fall nicht. Ein USB-C-Kabel zum Laden und Synchronisieren des Controllers und eben der Controller selbst im Plastik. So, und so sieht das gute Stück halt aus. Und ich bin wirklich mega positiv überrascht von der Verarbeitung, vom Gewicht und vom Aussehen. Das muss ich an dieser Stelle einfach mal sagen. Das ist kein bezahltes Video. Ich habe das Ding nicht umsonst bekommen. Ich habe es mir gekauft. Und wie gesagt, sehr, sehr überrascht. Denn wenn wir jetzt mal das Original dazu nehmen, wie ihr seht, die sehen wirklich
wirklich täuschend ähnlich aus, ne? Also das Original hat natürlich das Nintendo Switch-Logo da oben, das hat der Klon jetzt nicht. Auf der Rückseite hat das Original auch natürlich nochmal den Nintendo-Schriftzug, vielleicht hier könnt ihr es erkennen, das hat der nun auch nicht. Aber ansonsten, wie ihr seht, auch unten wirklich, wirklich schön. Und vor allem wiegen die auch genau so, also sprich genau gleich. Das bedeutet, ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass so Third-Party-Controller oder halt so Klon-Controller aus China, die wiegen halt nichts, ne? Deshalb hole ich sie mir nicht, weil die einfach ja qualitativ nicht gut sind. Aber dieser hier wiegt genauso wie das Original und das ist immer sehr, sehr positiv. So, ja, so sieht er aus und wie gesagt, ich war sehr, sehr gespannt, ob der auch funktionieren würde. Dann habe ich ihn mal gepairt. Ich nehme jetzt einfach mal der Einfachheit halber meine Nintendo Switch nochmal. Da war die Speicherkarte voll. Tut mir leid. Also nochmal. Hier liegt die Switch. Hier ist der Controller. Ne? Die Switch ist an. Und sobald der ist synchronisiert, ganz normal mit dem beiliegenden USB-C-Kabel, sobald ich auf A drücke, zack, ist er auch da und ich kann das Ganze ganz normal starten. Und ganz normal die Switch im Endeffekt damit bedienen. Ich kann also zurückgehen, ich kann hier durch meine Bibliothek scrollen. Es gibt keinen Input-Lag, zumindest habe ich keinen feststellen können bei der Bedienung. Wie ihr seht, ich kann ganz normal durch meine Games scrollen. Alles wirklich absolut kein Thema. Ich habe auch schon viele Spiele gespielt damit, mal kurz angespielt, um zu gucken, wie sieht es aus, wie ist der Input-Lag, gibt es einen Input-Lag, wie ist das HD-Rumble, gibt es Motion-Steuerung. Ich habe mal Mario Tennis probiert damit, ich habe Shantae probiert, Half Genie Hero, das Ganze hat ja nun mal auch HD-Rumble, da konnte ich es ganz gut testen. Ich habe Wii Rally 4 probiert, hier konnte man schon spüren, ob es einen Input-Lag gibt oder nicht. Ich habe ein Kampfspiel probiert, was ja natürlich zwei Spieler bietet, denn ich habe natürlich mein Original auch nochmal synchronisiert damit und habe beide mal aneinander gehalten und geguckt, wie ist denn da so die Zeit im Endeffekt, der Input von den Knöpfen, wenn ich die drücke. Auch die Druckpunkte, hier nochmal vielleicht nochmal gesagt, die Druckpunkte ähneln auch sehr dem des Originalcontrollers. Also vom Feeling her ist es wirklich nahezu identisch. Ja, und was soll ich sagen? Er überrascht, weil es ist wirklich hochwertiger, als man für 18 Euro annehmen würde. Ich gehe mal kurz in die Optionen rein. Und dann gehen wir mal auf Controller und Sensoren. So, Controller aktualisieren, nein, Controller Stick kalibrieren, Eingabemethode überprüfen. So, wenn wir da mal reingehen, Knöpfe. Auch hier seht ihr, dass alle Knöpfe ganz normal registriert werden. Ne? Alles passt. Und auch die Bewegungssteuerung kalibrieren konnte ich machen, wenn ich also das Ding jetzt mal anmache. Ich gucke mal, ob das auf dem Sofa funktioniert. Das muss ja eben auf einem ebenen Grund liegen. Wenn ich das jetzt einfach mal ablege. Kalibrierung abgeschlossen. Wie ihr seht, funktioniert auch. Das Einzige, was ich nicht hinbekommen habe, leider Gottes, und da muss ich sagen, die Angabe stimmt nicht, ist der Amiibo-Support. Ich habe einen Amiibo hier. Ich bin kein großer Amiibo-Fan, das muss man dazu sagen. Jetzt weiß ich gerade auch nicht, wo ich mein Amiibo hingesteckt habe. Moment. Hier, das ist der einzige oder einer der beiden Amiibos, die ich noch besitze. Das ist der Wolf-Link-Amiibo und das habe ich mal getestet, indem ich mal auf die Optionen nochmal gegangen bin. Dann auf den Punkt Amiibo und Amiibo Besitzer und Spitznamen registrieren. Und hier wird halt angezeigt, wie man den Amiibo benutzt. Und wenn ich jetzt hier hingehe und den Amiibo positionieren will, passiert nichts. Wie ihr seht, der NFC-Kontaktpunkt funktioniert bei dem Controller nicht. Entweder mache ich was falsch oder aber er funktioniert einfach nicht. Und das ist natürlich dreist gelogen, denn auf der Verpackung steht ganz klar Amiibo Support. Funktioniert aber nicht. So, das bedeutet also, dass in dem Punkt der Controller versagt, aber ich für meinen Fall finde es nicht schlimm, weil ich, wie gesagt, kein großer Freund von Amiibos bin. Das ist der einzige, nee, einer von beiden, die ich habe. Ich habe noch einen Mart Amiibo, der ist mir geschenkt worden. Der steht hinten auf dem Regal, aber ich benutze sie nicht. Deshalb pfeife ich auch liebend gerne auf den Amiibo Support, weil für 18 Euro habe ich einen richtig guten Pro-Controller-Ersatz. Und das muss ich an dieser Stelle echt mal loswerden. Was mir noch aufgefallen ist beim Spielen, der hat HD-Rumble, das ist so. Leider ist das Rumble-Geräusch relativ laut. Ne? Ich gucke mal, ob ich das euch bei Shantae mal kurz zeigen kann. Ich mache mal den Sound bei Shantae mal leise, damit ihr vielleicht mal einfach das Rumble-Geräusch hört.
Das ist für meinen Geschmack ein bisschen zu laut, vielleicht sogar ein bisschen aufdringlich. Aber es ist nun mal ein HD-Rumble, das muss man dazu sagen. Ist auch nicht selbstverständlich. So, ich gehe mal kurz in ein Spiel rein. Wie ihr seht, ein paar Minütchen angespielt. So, ich bin immer noch ein bisschen erkältet und verschnupft. Also das Räuspern bitte entschuldigen. Und so, also ich bin jetzt hier im Spiel und ich hoffe, ich kann euch das so jetzt relativ gut verklickern. Wenn ich jetzt hier laufe, ich hoffe, ihr könnt das gleich hören. Hört ihr das? Also ich finde das relativ laut. Ich hoffe, dass ihr das jetzt hören konntet. Bisschen schade, weil das auf Dauer wahrscheinlich ein bisschen nerven kann. Aber so als Ersatzcontroller für einen zweiten Spieler, der vielleicht irgendwie, wenn ich Besuch von einem Kumpel kriege und wir würden gerne mit zwei Pro-Controller spielen und haben keinen Bock auf die kleinen Joy-Cons, dann geht das hier völlig klar, glaube ich. Also das ist im Endeffekt das Rumble. Ich hoffe, ihr konntet das in der Kamera hören. So, wenn nicht, dann müsst ihr mir hier an dem Punkt einfach mal vertrauen. Und ansonsten war es das. Mehr kann ich euch zu dem Controller nicht sagen, außer tatsächlich eine Empfehlung aussprechen. Wenn ihr also euch noch einen Pro-Controller, einen zweiten Pro-Controller besorgen wollt, nichts geht natürlich über das Original. Das Ding ist perfekt. Auch hier die Stärke der Vibration, der Sound der Vibrationsmotoren, alles ganz, ganz geil. Amiibo-Support, das Ding ist wirklich Gold wert und auch den Preis wert, den ich dafür bezahlt habe, 70 € damals zum Launch. Aber wie gesagt, das hier ist eine richtig gute und überraschende, gute, günstige Alternative zu dem Ding hier. Und ich würde mir wahrscheinlich noch einen bestellen, bevor ich jetzt irgendwo in den Laden gehe und mir so ein Third-Party-Modell kaufe, weil das kommt dem schon richtig, richtig nah. Das also mein kurzes, knappes Video zum, ja, Pro-Controller, wie heißt es hier? Pro-Controller 4N-Switch aus China. Ich bin wirklich begeistert und die 18 € sind definitiv nicht in den Sand gesetzt worden. Das war's aber von mir. Wie sind eure Erfahrungen mit diesen China-Klonen, China-Controllern und Third-Party-Controllern? Gerne in die Kommentare schreiben, dann quatschen wir da ein bisschen drüber. Den Link zu AliExpress findet ihr in der Videobeschreibung. Ich für meinen Teil bin jetzt weg, freue mich auf eure Diskussion und bis zum nächsten Mal. Adios, euer Andi.